So, liebe Leute, wir sind jetzt hier in Wien bei Philipps Bunte Steinchen. Philipp ist hier, yay! Und er führt uns jetzt hier mal durch sein Sortiment. Philipp, bitte. Also, willkommen in meinem Laden, erstes Mal. Und zweitens, also okay, fangen wir hier an. Hier sitze ich den ganzen Tag. Das sind die Müll-Videosachen, die ich verschenken darf, Gott sei Dank jetzt, dank Lego. Ich dachte, ich werde sie für immer besitzen. Gott sei Dank nicht. Hier ist mein Modular- und Architekturregal. Von dem ist eigentlich mein Lieblingsding zurzeit auf jeden Fall das Islet Pub von Moltking, weil es mal ein modernes Gebäude ist, da kann man da schön die Markise rauslassen. Diese Wand aus Plates finde ich ziemlich cool gemacht, weil das halt so diesen modernen Architekturbad rüberbringt. Das ist auf jeden Fall hier mein Highlight, aber alle klassischen Modelle sind da, chinesische Kram von Xingbao, Architekturzeug, alles was das Herz begehrt. Dann gehen wir gleich mal zur Lego-Ecke weiter. Hier ist auch Zeug, das rausgeworfen wird. Hier sind seit Reste. Super Mario-Eck. Da gibt es noch ein zweites, das kommt dann nachher. Halt Technik, ganze Creator-Expert-Geschichten, Speed-Champions, normale Creator-Sachen und ganz unten Friends. Wenn ich mich dafür ein Set entscheiden muss, ist fast schwierig, aber ich würde sagen Ghostbuster Act One. Ghostbuster, das geht doch immer. Das ist doch ein Highlight. Ja, auf jeden Fall gut. Ihr findet das übrigens alles auch bei Philipp im Shop. Ich verlinke den euch unten drunter. Kauft Kram. Genau. Ihr habt den Namen gehört. Werbung. dann geht's weiter mit Star Wars. Aller Art. Also wirklich aller Art. Ich habe zurzeit echt viel Star Wars Zeug. Dann Superheldenkram. Da habe ich zum Beispiel hier noch so ein altes Set aus 2012. Das erste, wo Loki drin war. Finde ich meiner Meinung nach bis heute die schönste Loki-Figur. Neue Avengers-Kram, Ninjago, Minecraft, Harry Potter, alles geil. Was ist mein Favorit? Ich würde sagen, es ist schwer. Ein klassischer AT-AT ist immer noch der König von Star Wars, meiner Meinung nach. Ist meiner Meinung nach auch die beste Variante, also die bis jetzt bei Lego erschienen ist. Finde ich auch richtig cool. Spaß zum Bauen, kann man spielen. Alles cool, eigentlich. Definitiv, dann komme ich hier auch mal ums Eck. Da ein neuer Ninjago kam, da sind auch richtig coole Sachen dabei. Unerwarteterweise haben den Unterwasserspeeder richtig viele Leute gekauft. Ich habe am Anfang gedacht, so, wieso Formel 1 Auto unter Wasser und so. Aber lieben die Kinder, kann man auch lustig damit spielen. Und so habe ich dann in weiterer Folge jetzt rausgefunden, nachdem ich so viele verkauft habe, musste ich halt irgendwie wissen, warum. Aber die sind alle geil, da gibt es echt coole neue Figuren drin. Ist auf jeden Fall guter Shit. Ninjago Gardens sowieso. City ist halt, das ist halt so der Standard. City, Duplo, da ist halt so ein bisschen die Kinderecke. Das war es dann eigentlich schon fast von Lego. Nein, da hinten sind noch die Minions. Die liebe ich auch. Ich folge dir auf dem Fuß, ja? Ja, Minions sind geil. Das ist auf jeden Fall das coolste Minion-Set mit den baubaren Figuren, wo man immer dann drinnen den kleinen Minion hat, der es steuert. Das finde ich eine geile Idee. Die restlichen sind zu 4-plus lastig, meiner Meinung nach. Also da hätten normale Sets auch gereicht. Dann hier Kobi-Zeug. Bis auf hier ist noch die illegale Star Wars-Ecke von Moltking. Da haben wir noch das Empire of Jedi, dann den Druiden-Kontroll-Dings. Oh ja. Diese gigantische, lächerlich riesig große Nebulon B, die irgendwie 1,20 Meter lang ist. Und damit länger als der UCS Supersternzerstörer von Lego. Ich habe gedacht, das kommt aus einem Peniswitz. Aber. Dass du mir alles zutraust, ich bin noch für mein Niveau gemeinhin überall bekannt. Züge sind zurzeit eher mager aufgestellt, da habe ich eigentlich zurzeit nur ernst zu nehmen. Die Moltking Eisenbahn 12003, die ist ganz cool, die ist ein riesen Drum. Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay, wie immer bei Moltking. Und noch so einen letzten von diesen Kasi-Zügen, die fand ich aber nicht so nice. Du hast ja dort auch einen Zug aufgebaut. Welcher ist das eigentlich? Das ist 12002 Moltking irgendwie. Ich habe vergessen, wie der Name ist. Dieser chinesische Schnellzug, Fuzen oder so. Das sieht doch ganz cool aus auch. Ja, der ist auch ganz cool. Der hat auch Licht und ist ferngesteuert, alles mögliche. Und der ist auch cool, weil der hat nicht... ich glaube, in der Lok ist ein normaler Power-Function-Motor drin und da ist aber so ein Zugmotor drin. Also ein motorisiertes Raddingens da halt. Dann gibt es noch die alternative Technik-Ecke mit ganz viel Moltking, Kader, Reste von Xingbao, aber ich werde mich jetzt bei Technik echt auf Moltking und Kader spezialisieren quasi, weil der Rest ist
einfach nicht vergleichbar. Das ist einfach zurzeit der Standard, meiner Meinung nach. Also da gibt es echt coole Sets. Weiß ich gar nicht, was so der Favorit sein soll. Ich finde extrem nice eigentlich den Gabelstapler. Allein weil es ein Gabelstapler ist. Und zum Beispiel ein Freund von mir hat den halt unbedingt haben wollen, für den habe ich gleich einen mitbestellt, weil der bringt jetzt seinem Hund damit das Futter. Na cool! Ja. Geile Idee. Da eher Kinderecke noch von alternativen Mega-Konstruktionsbisschen, Pokémons, Q-Man-Reste, paar Peanuts-Sachen. Die sind richtig cool. Das sind ferngesteuerte Gong-Fu-Drachen von Mold King. Die watscheln dann so rum, du hast eine Fernsteuerung dabei. Ist relativ lustig zu bauen und eine witzige Idee. Ist halt schon eher Ninjago ähnlich, würde ich sagen, aber verklagt mich doch. Nein, die haben echt vielen Kindern Spaß gemacht. Auf die Halo-Sachen warte ich auf die meisten noch, da ist erst eins bei mir bis jetzt angekommen. Ich weiß nicht, warum Megaconstrux eher so Lieferschwierigkeiten hat, aber... Und im Hintergrund wieder das große Druiden-Kontrollschiff, ja, das finde ich auch hammermäßig. Das ist Hammer, ja. Ich glaube, das war's. Dann haben wir eigentlich alles. Wir haben auch vorne noch die zweite Ninjago-Ecke mal ganz kurz noch gesehen. Nicht zweite Ninjago, Super Mario natürlich. Ja, voll. Das sind einfach die neuen Super Mario-Sets. Zu denen habe ich noch nicht so wirklich eine Meinung, außer zu dem Bowser's Luftschiff. Das war cool, weil das ist gebaut. Bei allen anderen müsste ich spekulieren. Und es wäre unseriös. Und da ist noch das Baumhaus von Mold King, das baue ich gerade. Wow. Aber da fehlen mir noch zwei Säckchen. Hier haben wir auch noch einen Ast. War auch ein Riesen drum. Ich habe einen Ast. Okay. Nein. Okay, passt. Ich glaube, wir haben soweit alles. Hier oben ist noch quasi so deine Ecke mit den gebrauchten Sets. Ja, voll. Die Preise, die da stehen, sind Fantasiepreise. Da fange ich an zu verhandeln. Gut zu wissen. ja, voll. Also ein bisschen altes Zeug. Hauptsächlich Jurassic World. Ein Kima-Dings noch. Und die, da stehen da eigentlich nur, das waren so Rezensionsexemplare, die ich gekriegt habe. Okay. Aber ich hatte einfach keinen Platz mehr. Und ganz auf der Seite sehe ich noch was von Hidden Side. Wo? Oh. Nein, das ist nicht Hidden Side, das ist ein B-Modell von einem Creator-Ding. Ach, okay. Gut, ich dachte jetzt hier an einen Hidden Side-Leuchtturm. Nein, einfach. Das ist ein B-Modell gewesen von dem Surfer-Strandhaus, weil da war mal bei der Lieferung eine ganze Kiste kaputt und da konnte ich halt alle drei bauen. Und eins habe ich schon verschenkt und die restlichen stehen halt da. Ich glaube, ich sollte Lego-Shop-Besitzer werden oder Klemmbaustein-Shop-Besitzer. Ja, also ich hoffe dann wahrscheinlich nur auf kaputte Lieferungen, dass ich das alles selber bauen kann. Es ist eine zweischneidige Sache, musst du dann auch wieder nachbestellen, hast es dann auch nicht da. Und stimmt so. Auch wieder. Das ist so, ja, also ich würde nicht extra was hinmachen, das zahlt es nicht aus. Genau, und abschließend nochmal kurz hier, das sind die Videoboxen und die gibt es aktuell ab einem Einkauf von 25 Euro. Umsonst, und Lego bezahlt das, ich muss es nicht bezahlen. Na, das klingt doch nach einem Deal. Philipp, vielen Dank hier für die Tour durch deinen Laden. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja. Yeah. Besucht ihn gerne mal hier, wenn ihr in Wien seid, ist für mich auch ein absoluter Pflichttermin gewesen. Ich habe mir hier was Schönes von Mold King mitgenommen. Was, das seht ihr im Haul-Video, aber es steht hier hinten. Und ja. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.